Meine Damen und Herren, Main Event Zeit, der letzte Main Event dieses Universe. World Heavyweight Championship Match, Rollins, Joe, mit der gleichen Besetzung. Hallo. Hallo. Hallo, liebe Zuschauer. Hallo. Und willkommen zurück zum Welcome. letzten Main Event, zum Finale des No WWE way out. 2K16 Universe Let's Plays hier auf dem Konfi-Kanal. Das Finale, das World Heavyweight Championship Match zwischen Seth Rollins und Samoa Joe. Ja, Seth Rollins hatte es ja beim SummerSlam geschafft, Kevin Owens nach seiner riesen Titelregentschaft zu entthronen in diesem Triple Threat Ladder Match mit AJ Styles. Und ja, Seth Rollins hat gerade angefangen zu feiern. Da kam dieser Mann hier auf der rechten Seite zu uns, zu SmackDown in die WWE und hat ein Statement gesetzt. Er hat den frisch gebackenen Champion im Coquina Clutch ausgechoked. Eine Woche später hat er Kevin Owens für einen Monat außer Gefecht gesetzt mit einem Muscle Buster von der Stage durch einen Tisch. Er hat Billy Gunn mit dem Island Driver durchs Kommentatorenpult gejagt und sich anschließend bei Night of Champions den World Heavyweight Title geholt. Und als ob das nicht genug ist, anschließend kam Kevin Owens direkt nach dem Titelgewinn raus, hat sein Rematch gefordert. Und auch diesen konnte Samoa Joe ja ohne Probleme besiegen. Und ja, nun ist die Frage gekommen: Kann Seth Rollins Samoa Joe diesmal besiegen? Kann er im Rematch sein Gold wiederholen? Oder bleibt Samoa Joe der Ungeschlagene Komplett hier gesagt, bei nein. uns im Universe-Mode? Ja, Na, er hat Statement setzen können. Er hat auch ein bildliches Statement am Ende von Night of Champions setzen können. Ich glaube, das Bild werden wir nie vergessen. Ich habe heute noch Albträume. Wo es ja gerade diesen ganzen Clowns-Horror-Hype überall in der Welt gibt oder auf der Welt, haben wir Samoa Joe gesehen. Das reicht. Samoa Joe, der die ersten beiden Wochen ja gar nicht anwesend war bei SmackDown, hat gesagt: Ich habe jeden besiegt, ich habe die beiden Faces of SmackDown in einer Nacht hintereinander besiegt. Was will ich noch hier? Ich habe alles erreicht. Aber Seth Rollins konnte ihn so sehr reizen, dass Samoa Joe wieder aufgetaucht ist bei SmackDown. Aber Samoa Joe, ja, kommt natürlich auch mit Taten wieder. Wir wissen ja noch, letzten Donnerstag in der letzten SmackDown-Episode waren einige Schüler von Seth Rollins Black and Gray Wrestling Academy zu Gast, um ihren, ja, Mentor, ihren Trainer, ja, einfach mal zu begleiten und den Alltag eines Wrestlers kennenzulernen. Aber auch sie waren allesamt 6, 7 Mann plus Securities nicht sicher vor Samoa Joe. Er hat sie alle geplättet, während Seth Rollins in seinem Match stand bei SmackDown. Ja, Seth Rollins wird wutgeladen sein, während Samoa Joe ziemlich entspannt aussieht. Konzentriert, aber entspannt. Ja, er hat Rollins ja auch schon geschlagen. Ja, Jo. und er ist Und sich Kevin sicher, dass er Owens. das heute noch einmal schaffen wird. Was ist denn mit den Seilen los, ey? Ja, Seth ist gerade runter. Ja, auch ganz das ganze Seil geführt hier, gewackelt dann, wenn der da rausgeht. Hinterfragst du noch solche Sachen, Sub? Ja. Schäm dich. Joe, Joe. Joe, 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 Joe. Joe. Ohne Rapeface. Erstmal. Erstmal. Hinten auf dem Titantron sehen wir es schon. Haben wir schon gesehen. In dem Kreis drin. Ja. Er lächelt. Ja, Er lächelt ist schon, yeah. bereit Let's für go, Seth yeah, Rollins. Rave. Und somit beginnt unser letztes Match in diesem Universe Let's Play. Mein letztes SmackDown-Match. Nicht als Face von SmackDown, als Kopf hinter SmackDown, als Kopf hinter den Verträgen, hinter den Stories, als Person, die SmackDown getragen hat, verlasse nach 2 Jahren meinen geliebten Brand Drexel zu Raw. Oh yeah. Aber vorher geht's hier nochmal ab. Da ist mal Samoa Joe versus Seth freaking Rollins. Startet sogar ziemlich ruhig. Schlagabtausch, Dropkick von Seth Rollins. Der schickt Joe auf die Ringmatte und das heißt auch schon mal was. Ja, aber wir wissen ja, bei Night of Champions hat ein Einroller gereicht, um Seth Rollins ziemlich überraschend zu besiegen, obwohl Seth Rollins das ganze Match eigentlich dominiert hat. Es kam ein Einroller von Joe und der hat gereicht, um Seth Rollins nach nur einem Monat zu entthronen. Schöner Okay. Dropkick. Na, aber Ja.
Wer weiß, vielleicht hat sich Rollins diesmal besser vorbereitet. Er weiß, was auf ihn zukommt vom letzten Mal. Uranagi von Joe. Das stimmt, yes. Auf jeden Fall. Rollins wird auf jeden Fall besser auf einen Joe vorbereitet sein. Die Frage ist aber, kann man sich jemals auf jemanden wie Joe vorbereiten? Ja, das stimmt allerdings. Oh, Schlag in die Nier von Joe. Die Frage Joe ist halt kann man ein Monster. Sich auf einen wie Seth Rollins auch gut vorbereiten, weil der Mann kann ja auch wirklich alles innerhalb des Ringes. Seth Rollins hat nach Kevin Owens, denke ich, die meisten World Title Matches bestritten hier. Ja. In dem Let's Play, zumindest von SmackDowns Seite aus. Genau. Ja. Hat seine Erfahrung. Ist nicht ganz grün hinter den Ohren. Ja, auf jeden Fall. Sagen wir mal so. Schön. Dragon Suplex. Wo auf Raw Seite Sheamus der größte Badass ist, würde ich glaube ich sagen, dass bei SmackDown auf jeden Fall den Titel hier an Samoa Joe geht. Ja. Was er jetzt geleistet hat. Ja, wie gesagt, bisher unbesiegt. Ich bin auch bei Joe. Ich bin bei Rollins. Joe. Ja. Mal schauen, ob Joe nochmal den Island Driver durchs Kommentatorenpult raushaut heute. Das wäre interessant. Das war ziemlich sick bei SmackDown. Ne? Aber wir sind in einem Pay-Per-View, deswegen die Matches werden jetzt nicht so spektakulär sein. Ja. Wie in den Wochenschuss. Und die wurden wieder gerade Suplex. Eines besseren wert. Mhm. Oh, Joe Rollins. Aus der Phoenix Splash kommen. Tatsache! What the fuck? Okay. Sonst hat Rollins immer nur den Fox Splash rausgeholt. Aber jetzt denke ich, letztes Match kommt Phoenix Splash. Ja, und das nach 2 Minuten, 3 Minuten im Match. Ja. Snap Suplex von Joe. Oder von kann man so durchaus mal machen. Ja. Also Rollins kann er nicht mal zum Cover ansetzen. Ja. Oh, und wieder das Uranage. So, Dankeschön. Ja. Absolute Kraft von Samoa Joe. One, two, nein. Na, es reicht noch nicht. Nee, reicht noch lange nicht. Der Soccer Kick hinterher. Mal schauen, was sich Joe heute ausgedacht hat. Hm. Gegen einen Kevin Owens hatte schon der Chimera Plex gereicht. Jo. Ja. Oh. Schöner Arm Trapped Camel Clutch, keine Ahnung. Tap! Das ist ja, auf jeden Fall. Das große Finale. Wäre aber sogar noch schneller als das TLC-Match gewesen. Das stimmt. Oh, schöner Vorarm. Der ganzen Kraft, die Joey aufbringen kann mit seinem Körpergewicht. Oh, was hat Joe vor? Enziguri. Enziguri. Schön, gegen den knienden Rollins. Immer wieder ein Phänomen, Samoa Joe als Mann mit einer solchen Masse sich so bewegen zu sehen. Mhm. Er ist ja wirklich teilweise schneller in den Aktionen als Rollins und das heißt was. Ja. Legt ihn sich zurecht. Sollen wir einen Coverversuch geben? Genau. One, two. Nein. Kick out. One, two, nein. Ich glaube, Joe aber gleich mit den Elbows macht hier den Sheamus. Rollins. Und. Wirft ihn über so ein bisschen nach draußen. Mir fällt gerade so ein bisschen auf, Rollins hat eine komische Hautfarbe, ne? Die ist so ein bisschen. Keine Ahnung, gräulich? Sie sieht so ein bisschen komisch aus. Oh, aber jetzt hier. Falcon Arrow! Außen das ist die harten Matten. Genau, und das ist auch immer wieder interessant zu sehen, wie Rollins dann auch echt solche Kraftmoves auspacken kann, obwohl er nicht so aussieht wie das Tier von der Statur her. Aber er kann dann einfach mal so einen Samoa Joe fast 300 Pfund in einem Falcon Arrow ausschalten. Möchte natürlich nicht den Countdown-Sieg haben. Nee. Möchte natürlich wieder mit seinem Gold nach Hause gehen. Dazu an Samoa Joe vorbeizukommen, das wird schwer. Ja, aber gerade kommt er besser ins Match. Ja. Wartet jetzt aber zu lange. Diese Jabs. Oh, schöner Counter. Ja, und es gibt die Whip in die Die Zuschauerbarrikade. Meine Güte. Aber Joe, unbeeindruckt, zieht Rollins einfach das Bein weg. Page-Turner! Seven schon, okay. Nein, aber auch Joe geht wieder raus. Auch Joe will sich das nicht einfach so bieten lassen. Interessant. Ja, also der Schlagabtausch scheint jetzt ein bisschen länger außen
lang zu gehen. Gibt ihn auch gleich wieder hoch. Hm. Ja, aber Joe kann ihn in den Ring rollen. Und da geht's zurück in den Ring für Rollins. Gut. Ah, schauen wir mal, wer zuerst seine Signature oder Finisher auspackt. Möchte Joey nochmal das Cover versuchen? Auf diesem Big Boot. Ja. Sieht ganz danach aus. Oh. Ja, nicht mal bis zwei. Nicht schlecht, das ist schon mal eine Ansage. Rollins steht vor Joe. Nein, ja, gleichzeitig. Das sag ich mir so, das ist auch schon so eine Ansage an Joe. Wird das denn schon der? Avada Kedavra! Avada Kedavra! Das war nochmal eine Ansage. Was ein echter Kick. Ja. One, two. Nein. Locker. Pff, mein Joe hat zwar schon einiges schon vor dem Kick gegen den Kopf abbekommen, aber locker. Speaking about Sachen gegen Kopf kriegen. Der Elbow hinterher. Jetzt. Kopfstomp! Zum ersten Mal in diesem Let's Play den Kopfstomp. Alter, was ist mit Rollins los? Der haut einfach mal alles raus. Three. Was? Okay. Und Squash. First time in history sehen wir den Kopfstomp. Und dieser reicht, um Samoa Joe, diese unaufhaltsame Bestie, auszuschalten. Deswegen ist der Kopfstomp verboten, meine lieben Freunde. Was zur Hölle? First time ever Curbstomp. Hat er schon clever gemacht, den Kopf die ganze Zeit bearbeitet, dann der Curbstomp. Somit ist Seth Rollins zweifacher World Heavyweight Champion und verlässt dieses Let's Play. Ja, ebenso als World Champion. Also Samoa Joe ungeschlagen, das Biest schlechthin. Wer hätte von No Way Out gedacht, dass wir mit Austin Aries und Seth Rollins die letzten beiden World Champions von Raw und SmackDown haben werden. Ja, sicherlich keiner. Was zur Hölle? Ja. Das sagen wir mal so. Sagen wir mal so, nachdem er Ambrose auch letztes Mal gegen Aries gewinnen konnte, sahen sich bestimmt keiner so sicher, ob der überhaupt das Koffermatch gewinnen kann, was ihm bevorstand. Deswegen, meine Güte. Samoa Joe ist sicherlich auch überrascht vom Curbstomp. Er hat ihn zwar schon einmal gefressen Anfang des Monats, aber das war nicht im Ring. Das war auch nicht in der Arena. Das war in der Stadt. Das war in seinem Hotelzimmer. Nun hat er noch einmal Bekanntschaft mit ihm gemacht. Und ja, mit einem feiernden Seth Rollins. Seth Rollins als World Heavyweight Champion endet dieses Let's Play. Ja. Wow. Mal schauen, ob wir im nächsten Projekt dann einen Curbstomp wiedersehen dürfen. Mhm. Ja, auf jeden Fall war das jetzt das letzte Match bei dem 2K16 Universe Modus. Ja, es war uns ein Fest. Auf jeden Fall. Es ist wirklich sehr zeitintensiv immer und seid uns nicht böse, weil wir jetzt Survivor Series nicht mehr machen, aber für die Zeit bekommen wir einfach nicht das, was wir haben wollen. Nee. Sagen wir mal so. Das beste Beispiel war das jetzt wieder. Ja. Wir hatten auch Pläne, wie gesagt, wir hätten jetzt eigentlich, Joe hätte wieder sein Rematch gehabt, Nakamura hätte jetzt sein Number One Contender, wir hätten zum Beispiel jetzt einen Triple Threat gehabt bei der Survivor Series, Nakamura, Rollins, Joe. United States Title hätten wir es auch so gemacht, dass Rusev noch ein Match bekommt und dass sich der Fight Club vollkommen zersplittet, dass wir bei Survivor Series United States Title Match mit Swagger, Rusev und Kevin Owens ein Triple Threat gehabt hätten. Also, Pläne waren da, aber es ist auch ein bisschen die Motivation, die hier jetzt einfach nicht mehr da ist. Aus Raw-Seite, ihr habt ja gesehen, quasi, wir wollten ja diese Betrugs-Storyline natürlich noch weiterspinnen mit Austin Aries als World Champion, dann, falls er dann auch gewonnen hätte und es weitergegangen wäre und so alles. Die finalen und, Champions. Ja, was sicherlich alle vergessen haben, ist die schöne Klage. Das muss ich auch nochmal erwähnen. Also die Klage konnten wir leider niemals. Warum ist Nikki Bella Number One Contenderin? Weil, okay. Weil Brot. Aber sagen wir mal so, wir hatten eigentlich vor, dass wir dann halt zur Survivor Series. Ey, in Englisch räumt auf im Singles. Mach! Scheiß auf Wyatt, Alter. Henry. Okay, Austin Aries. Ja, Austin Aries. Intercontinental Champion, easy. Nee, aber sagen wir so, wir hatten vor, halt, Ziggler war auch ganz groß.
Nee, komm schon. Ja, wir waren halt auch davor. Book it, Trump. Nee, Geimer, tut mir leid, musst du machen. Nö, also SmackDown wird er nicht nächstes Jahr sein. Ja, aber wie bereits gesagt, wir wollten auch die Klage eigentlich so machen, dass dann zu Survivor Series halt Team Raw gegen Team SmackDown kommt in einem Six, wahrscheinlich Survivor Series Tag Team Match gibt es ja immer noch nicht. Deswegen Six-Man Tag Team Match. Und das hätte dann endgültig, geklärt in einem großen Finale, wäre dann halt, ob dann halt SmackDown hätte zahlen müssen oder nicht, was am Ende komplett egal ist und dass am Ende eigentlich wir schon so ein Klagenmatch gewonnen haben, ist eigentlich ziemlich egal jetzt, aber ich wollte es nur mal erwähnen, falls die Leute dies nicht komplett vergessen haben, also keiner das wissen wollten. Genau, wie gesagt, 2K17 ist draußen. Wir warten noch ein bisschen ab, bis die Cores da sind, wie wir unsere Roster gestalten. Also es wird nicht direkt im Anschluss was kommen. Das dauert noch ein bisschen. Wir werden jetzt erstmal, denke ich mal, eine Woche lang so ein bisschen Ideen für Cores sammeln, wen wir überhaupt reinnehmen wollen. Wie das Roster aussieht, genau. Dann werden wir uns erstmal zusammensetzen und das Roster besprechen. Dann wird bestimmt eine Woche vergehen oder so, wo wir dann unsere Drafts planen. Ja. Und wenn der Draft dann durch ist, wird es auch noch ein bisschen dauern, weil wir dann erstmal mit der Fädenplanung und der Storyplanung anfangen. Sagen wir mal so, aber bevor alledem hatten wir eigentlich noch ein spezielles Video, hatten wir da folgendes. Genau, und zwar werden wir auf jeden Fall, ist das noch geplant, ob das jetzt auch direkt kommen wird, also wir haben ja ein bisschen Zeit, bis die Pay-Per-View-Matches alle vorbei sind. Mhm. Also wir werden es wahrscheinlich schon schaffen, dass es direkt dann nach dem Pay-Per-View-Match, nach dem letzten kommen wird. Ein Match natürlich. Wollte ich euch nur mal kurz zeigen noch. Ja. So sehen meistens random Matchcards aus. Wir wollen noch ein kleines Endvideo machen, wo wir so ein bisschen das Jahr reviewen. Alle gemeinsam. Also Team SmackDown, Team Raw und Daniel, der GM, der CEO. werden in diesem Video dann da sein, dann werden wir ja unsere besten Matches und so weiter, die besten Fehlen oder so, werden wir dann einfach nochmal besprechen. Einfach das, was uns nochmal auf dem Herzen liegt, was meist so hinter der Kulisse dann ist, da werden wir auch nochmal genauer ins Thema reingehen, warum wir jetzt nicht mehr Survivor Series machen und so weiter. Ja. Und ich hatte auch noch zum Beispiel zu Raw ein paar Statistiken vorbereitet, die ich präsentieren wollte. Ja, Kuba wollte da noch Statistiken reinhauen, also da wird noch was kommen als Endvideo, was hoffentlich alle Fragen dann beantworten wird und ja. Ich würde dann einfach mal sagen, bevor wir es noch unnötig in die Länge ziehen, ich will ins Bett. Ich bin fix und fertig. Es ist 12:30. Ja. Morgen muss doch aufgenommen werden auf den Hamburger Zombies. Von daher, vielen, vielen Dank, dass alle dabei waren. Jo. Und wir sehen uns dann. Schönes Projekt. Ja. Wir sehen uns dann bei WWE 2K17. Hoffentlich alle wieder. Jo. Ja. Bis dahin, haut rein. Ciao. 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 Ciao.